Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute, meine lieben Freunde, endlich zur zweiten Episode vom Untitled Goose Game. Ja, dann kann es ja nur geil werden. In der ersten Folge vom Untitled Goose Game habe ich euch gesagt, dass ihr mir Namen für diese Gans unten in die Kommentare schreiben sollt. Und gewonnen hat dieser Kommentar. Also die Gans heißt ab sofort Sandra. Ja, da kann man auch echt mal klatschen, Digga. Ich würde sagen, wir rufen erstmal wieder unsere Aufgaben auf. Und zwar müssen wir den Gärtner immer noch nass machen als allererstes. Das heißt, ich... Oh mein Gott, er steht da gerade. Er steht... Oh! Wir haben es direkt hingekriegt. Eine neue Aufgabe. Wir haben hier ganz unten jetzt eine neue Aufgabe bekommen. Und zwar bring den Gärtner dazu, sich mit dem Hammer auf den Daumen zu schlagen. Ja, hört sich überhaupt nicht kompliziert an. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Aber erstmal meinten noch ganz viele von euch zu mir in den Kommentaren, dass ich hier mir einen extra Eingang bauen kann. Und zwar soll ich einfach hier die Kiste wegnehmen. Und dann kann ich, glaube ich, hier durch. Oder bin ich zu fett? Sandra, komm. Oh, Sandra! Nein. Also wir sind hier jetzt im Garten und haben diesmal tatsächlich auch einen zweiten Eingang. Hier vorne ist der Hammer. Wie bücke ich mich nochmal? Aha. So, okay, ich habe den Hammer. Das heißt, der Typ muss mich jetzt irgendwie mit diesem Hammer hier schlagen. Ich weiß auch nicht, wie wir das machen sollen, Sandra. Der Name Sandra passt eigentlich ziemlich gut zu der Gans, weil die Gans ist auch so ein bisschen auf... Oh mein Gott, okay, er kommt. Okay, er kommt. Ey! Ey! Lass mein... das ist mein Hammer! Ey! Was? Maul jetzt! Der Typ hat seinen Hammer dort wieder hingelegt und er hat sogar ein Schild aufgebaut, wo er mich durchgestrichen hat. Wie soll ich ihn denn jetzt... Ja, du! Ja, kannst mir mal sagen. Ja, los! Also hier vorne steht so ein Schild. Oh, das kann ich sogar... Oh! Das kann ich sogar mitnehmen. Ah, der Penner, ey. So, das werde ich einfach schön in den See schmeißen. 12 seconds later. Ja. Das, kommt dabei raus, wenn Luca das Untitled Goose Game spielt. Und zack. Das hast du gut erkannt, Sandra. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass der Typ gleich merkt, hey, das Schild fehlt. Und dann denkt er sich, oh, das ist im See. Dann geht er zum See, holt das Schild und dann will er das wieder reinhauen mit dem Hammer. Und dann kann ich ihn irgendwie dabei stören. Ein paar Sekunden später. Was verfolgt er mich denn jetzt? Ja. Ja, verpiss dich. Ich verstecke mich einfach mal hier in dem Dings. Kann ich auch meinen Kopf so ein bisschen... Oh! Ich bin weg! Wo ist Sandra? Da ist Sandra! Wo ist Sandra? Da ist Sandra! Wo ist Sandra? Da ist Sandra! Wo ist Sandra? Oh, dieses Spiel beschreibt meinen YouTube-Content echt einfach perfekt. Also der Typ checkt jetzt gerade, dass sein Schild irgendwie weg ist und... Ich, ja, hab damit nichts zu tun. Was ist denn seine Mission hier? Hä? Ja, was willst du? Hä? Guckst mir hier so an, als wäre ich hier, nee, Sandra. Meine Fresse, wie soll der Typ denn jetzt auf das Schild auf... Ich lock den mit dem Radio an. Lauf, Sandra! Oh mein Gott, wir müssen durch unseren kleinen Weg durch. Okay, perfekt. Okay, wir sind hier durch. Das heißt, wir haben das Radio. Und jetzt, Sandra, ganz, 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 ganz schnell. Das Radio schmeißen wir jetzt hier in den See. So. Das heißt, der Typ kommt, sucht sein Radio. Oh mein Gott, ich hätte es zu dem Schild schmeißen müssen. Kann es sein, dass du dumm bist? Wenn der Gärtner nicht zum Schild kommen will, dann kommt das Schild halt zum Gärtner. Mein Gott, okay, komm. Ich leg ihm das jetzt hier hin. Der muss jetzt noch dieses verdammte Schild hier entdecken. So, guck. Er hat's. Er sieht das Schild. Hier. Da ist das Schild. Hier vorne. Genau. Perfekt. So, das nimmst du jetzt mit hier vorne hin. Genau. Ich laufe schon mal ein bisschen vor. Und jetzt können wir den Gärtner, glaube ich, ablenken. Beziehungsweise nicht ablenken, sondern wenn er das Schild wieder reinhaut, versuche ich dann ihn irgendwie, Er trägt sein Schild. Und stellt es wieder auf die Ecke. Denkt an den Hammer. Okay. Und jetzt, wenn er da reinhaut, werde ich ihn, meine Damen und Herren. Haha! Hä? Oh, wir sind in der neuen Welt! Der Gärtner denkt schon wieder nur an seine komische Kühlbox. Das heißt, wir rennen jetzt einfach mal schnell durch diese Tür hier durch und sehen schon, wir sind in einem neuen Abschnitt. Was ist denn hier? Ja. Sandra, was denkst du immer noch an Bratwurst? Hier ist irgendwie nichts los. Ich weiß nicht, was man hier machen soll. Wir laufen deswegen einfach mal ein Stückchen weiter. Hier steht ein Auto. Hier ist eine Pfütze. Da können wir drin chillen. Ja. Hier ist die Welt auf jeden Fall ein bisschen zivilisierter. Hier ist ein Typ mit einem... Ja. Der ist schon, wenn du so blöd guckst. 12 seconds later. Was will dieser Junge? Kannst du dich nicht mal verpissen? Ja.
Jetzt springt er hoch, jetzt läuft er wieder nach da vorne hin und ich sage euch, jeden Moment kommt er wieder zurückgelaufen. Guck, da kommt er wieder. Jetzt guckt er mich wieder an. Jetzt springt er wieder hoch und läuft wieder weg. Keine Ahnung, was hier vor sich geht. Wir haben hier auf jeden Fall irgendwie so einen Wochenmarkt. Hier vorne haben wir neue Aufgaben. Also wir haben hier immer noch die letzten Aufgaben von dem Gärtner vorhin. Also bring den Gärtner dazu, deinen Sonnenhut zu tragen. Aber ich weiß wirklich nicht, wie wir das schaffen sollen. Dann können wir allerdings nach rechts swipen und dann sehen wir schon, wir haben neue Aufgaben. Und zwar zerbricht den Besen. Wie soll ich denn einen Besen zerbrechen? Also zunächst einmal müssen wir dafür ja einen Besen finden. Hier sind halt relativ viele Gegenstände. Hier ist allerdings kein Besen, da ist nur ein Rechen dabei. Hier vorne passiert ebenfalls nichts, das ist auch kein Dings. Hier ist wieder der Junge. Ey. Und jetzt läuft er weg. Und jetzt steht er in der Pfütze. Ja. Ach, oh, der läuft immer... Genau. Die nächste Aufgabe war nämlich, glaube ich, den Jungen in einer Telefonzelle einzusperren. Das heißt, wir suchen uns erstmal eine Telefonzelle und dann lotsen wir den Jungen dahin durch unser Geschnatter. 2000 Jahre später. Ah! Aha! Okay, da ist die Telefonzelle. Das heißt, ich gehe jetzt einfach von der Seite hier zu dem Jungen. Sandra sagt schnell irgendwas, um ihn zu verscheuchen. Zum Beispiel das hier. Genau. So. Ach, der Junge läuft in die Telefonzelle. Haben wir's? Haha! Ich weiß, bin Naturtalent. Nee. Zerbrich den Besen. Das ist unsere nächste Aufgabe. Und ich bin allerdings immer noch so ein bisschen auf dem Schlauch. Ah! Da ist der Besen. Okay, den muss ich irgendwie klauen. Ey, gib mal den Besen. Bruder, gib mir den Besen. Au! Oh. Das ging auch relativ schnell. Bring den Jungen dazu, die falsche Brille zu tragen, ist die nächste Aufgabe. Das heißt, wir rennen wieder hier außen rum. Ich wusste gar nicht, dass der Typ überhaupt eine Brille trägt. Und wie sollen wir überhaupt ihn dazu bringen, die falsche Brille zu tragen? Also, da ist der Junge und, Brille. Oh, der Fußball. Ich kann den Fußball nicht mal nehmen. Hier ist eine Wasserflasche, da habe ich auch keine Ahnung, was ich damit machen soll. Hier, bitteschön. Ey, dieser scheiß Junge. Kann ich hier rein? Hallo? Sandra, sagst du was oder schnallerst du nur gerade? Ich weiß wirklich nicht, was ich hier jetzt gerade machen soll. Der Typ macht seine Tür nicht auf. Kann er mich nicht reinlassen? Was mache ich denn jetzt hier? Hier kommt die Flasche, ist für dich. Freu dich doch! Mann! Jetzt läuft er wieder weg! Tritt im Fernsehen auf. Ich nehme jetzt einfach mal meinen Fußball und rolle den hier vor. Und jetzt schnatter ich die ganze Zeit. Vielleicht sieht mich der Typ ja mit dem Fußball spielen. Hallo? Kann der Typ? Ich will ins Fernsehen. Ich gehe jetzt mal mit der komischen, ja. Vielleicht der damit? Kann der mal? Oder ist das der falsche Weg? Ja, du willst eine Karotte, ne? Genau, komm mit dir. Kriegst aber nicht die Karotte, wie viel zu schnell für dich. Geh einkaufen, lege in den Korb Zahnbürste, Klopapier, Haarbürste, Konservendosen, Reinigungsmittel, Obst und Gemüse. Wenn ich einkaufen gehe, kaufe ich eigentlich nur Pizza. Ehre. Das Ding ist, dass wir dafür halt erstmal einen Korb brauchen. Der steht hier, allerdings kann ich den nicht mitnehmen. Ich probiere es jetzt erstmal mit der Karotte. So, ey! Ich wollte die kaufen! Probiere ich es halt mit der anderen Karotte hier, aber die ist schon wieder... Ey! Gib mir die Karotte! Mann, Alter, das kann doch nicht sein, dass die so schnell die ganze Zeit ist und mir die Karotten wieder abnehmen kann, ey. So, also das Ding ist, was ich mich halt immer noch frage, ist, und was immer noch in meinem Kopf drin hängt, diese Challenge, ist, wie soll der Typ eine andere Brille tragen? Hier ist... Ich schleiche mich jetzt mal ganz leise hier an, nehme die Brille, hau schnell ab und gebe dem Typen hier die Brille, genau, krächze ihn an und jetzt... Nimm doch die Brille. Ich bringe die Brille einfach hier in das Ding rein und jetzt erschrecke ich den Jungen, sodass er denkt, dass er in dem, in den, ja. Genau, genau. Oh. Wieso ruft er denn jetzt? Er hat ihn jetzt angerufen. Und er kommt jetzt zu mir. Die Frau. Was macht die denn jetzt? Hä, kann ich jetzt hier rein? Oh! Hallo? Oh! Aua! Tritt im Fernsehen auf! Tada! Haben wir das auch geschafft! Allerdings will ich an der Stelle das heutige Video jetzt auch beenden, meine lieben Freunde. Wenn euch dieser zweite Teil von Luca spielt, Untitled, Goose Game, Simulator, whatever, gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Bei 50.000 Likes kommt nächste Woche der dritte Teil dieser Serie. Du denkst nur an deinen Fußball. Du musst mal diese Kackbrille hier. Da. Die Brille. Und er.
Er läuft wieder einfach nur weg. Wie im ersten Teil dieser Serie auch bereits schon gesagt, wenn ihr Tipps für mich habt, was die Aufgaben bzw. Challenges angeht, dann schreibt sie auf jeden Fall gerne unten in die Kommentare. Abonniert zudem gerne meinen Kanal, falls ihr noch kein Teil der Luke Crew seid. Ihr verpasst dadurch keine Videos mehr und das ist kostenlos. Und wenn ihr schon Abonnent seid, dann klickt gerne auf die Glocke. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung auf euer Handy oder whatever, wenn ich ein neues Video hochlade. Und jetzt kommt auch das Outro.